Herrschaftszeiten! Eieiei, so ein Klumper! Sorry. Grüßt euch, Servus und Hallo. But not another Dope Show. Therapiesendung heute. Und zwar Wochenreflexion vom 3.1. bis zum 9.1.94. Diese Woche ist, was mich betrifft, nicht sehr viel passiert. Am Dienstag habe ich mir von der Marion das Okay für meine Dreadlocks geholt. Am Mittwoch noch das Okay von der Family. Pascalia hat uns verlassen. Es war seine Entscheidung und somit für mich abgeschlossen. Das Wetter macht mir zu schaffen. Die milde Witterung, es war Januar, löst in mir Frühlingsgefühle aus und ich habe kein Ventil dafür. Das heißt, ich war geil wie Nachbars Lumpi und wollte mal keinen runterholen. Ich habe Angst, dass es im echten Frühling noch schlimmer wird. Das ist eine echte Gefahr für mich, weil ihr könnt sonst abbrechen, weg da, weil wenn nichts läuft, dann muss ich mich verpissen. Ansonsten kam am Samstag noch Gerichtspost. Ich weiß nicht was genau, habe aber schlechte Feelings dabei. Gleichzeitig bin ich total neugierig. Marita ist auf Klausur und ich hoffe, dass sie hier bleibt, denn ich finde sie sehr sympathisch. Notgeilheit spricht. Außerdem gebe ich mir Mitschuld an ihrer derzeitigen Situation. Wie ich letztes Mal erzählt habe, habe ich sie und den Udo verpfiffen. Ja, weil ich denke mal, das war auch schon so Eifersüchtelei von mir und habe das halt gar nicht gepackt, dass er mich immer so geschnitten hat am Anfang und dann schnappt er mal noch die Olle weg, auf die ich schaffe. So einfach ist die Nummer. So, mit den Dreadlocks, die Sache ist so, ich kam da ja mit glatten Haaren hin, ein bisschen länger als ich sie jetzt habe. Ich habe euch das Foto ja schon mal gezeigt. Ach, und als ich da rausgegangen bin von Daytop, sah ich so aus. Aber es hat ja ein bisschen Zeit gedauert. Die müssen ja erst lange wachsen, man braucht eine bestimmte Länge. Da muss man sie dementsprechend behandeln, damit sie filzig werden. Dann muss man gucken, dass die trotzdem sauber sind, gepflegt sind, aber eben keine Spülung nutzen und auch kein Spülmittel, also normales Haarshampoo, weil sonst die Haare wieder auseinandergehen. Ja, ist nicht so easy, aber damit ich mich halt dementsprechend verhalten kann und es ein bisschen siffig auch ausschaut, habe ich mir halt erstmal von der ganzen Family ein Okay holen müssen und dann auch noch von meiner Therapeutin. Und die hat damals ja gesagt, ich habe das nicht extra hier drin festgehalten, damit ich schriftlich habe, damit man niemand hergehen kann und später im Laufe der Therapie sagen kann, nee, ernst, schneid dir deine verkifften Haare ab, das geht gar nicht, du schaust aus wie ein Kiffer, schneid die Dinger ab. Deswegen habe ich es da reingeschrieben. Die Idee dazu hatte ich von einer anderen Therapeutin, einer Ex-Userin, die ich will den Namen nicht nennen, aber die hat mir auch die Karten gelegt damals in der Therapie. Sie hatte mal Wochenenddienst gehabt, dann war ich oben. Und damals hat sie mir die Karten gelegt. Was rede ich denn? Da war ich bei ihr oben und da hat sie mir dann mein Horoskop gemacht. Und hat mir das dann auch ausgewertet und mir das gesagt, was in meinem Leben ihrer Meinung nach so alles noch passiert. Und hey, es ist unglaublich. Sie hat mir eine Partnerschaft vorher gesagt, die sehr lange dauern wird. Liebelei in der Therapie noch, danach eine Partnerschaft, die nicht lange dauern wird, mit einem schrecklichen Ende endet und danach werde ich meine Partnerin für immer haben. Und tatsächlich, nach der Therapie war ich mit jemandem zusammen aus dem Haus. Das hat nicht lange gehalten, da ist vieles schief gegangen und mit der danach war ich recht lange zusammen. Das ist dann die sicher Überdosis gemacht hat, während ich im Knast war. Und danach war ich dann da bin ich noch mit der Frau zusammen, mit der ich heute zusammen bin. Und seit ich mit der zusammen war, hat sich auch alles verändert gehabt. Also solange ich in Bayern gelebt habe, ging es bergab mit mir. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt mit der Mentalität von manchen Menschen. Viele sind ganz normal, da sind so wie überall.
Aber die triffst du dann meistens in einer anderen Stadt wieder oder in einem anderen Bundesland, weil was sie das auch nicht aushalten mit den ganzen Biersimpels da. Bayern. Ja, was kann man denn doch so drüber sagen? Ja, der Pascal hat uns verlassen und ich. Es war seine Entscheidung, ist auch richtig, aber es war nicht wirklich abgeschlossen damals, aber ich kannte den kaum. Deswegen hat es mich nicht wirklich berührt. Das war halt, ist halt so, du kommst in der Therapie an und dann freundest dich meistens mit den Gleichaltrigen ein bisschen an, die halt gleich lange da sind, weil die sind auch die, die dich begleiten durch die ganze Therapie und mit denen du auch rausgehst, wenn sie es denn schaffen, bis zum Ende da zu sein. Und danach auch, nach der Therapie, hast du dann noch die Möglichkeit, mit denen Kontakt zu haben. Mit den Älteren und den Jüngeren geht's auch, aber hey, das zieht dich doch dauernd runter, wenn einer nach dem anderen draußen umfällt und rückfällig wird. Was schaffen denn nicht viele eine Therapie? Oder bleiben danach sauber? Je nachdem, aus welchem Grund, dass du drin bist. Und damals war es halt auch so, dass es wohl Bayern und andere Bundesländer auch, die sich gesagt haben, wir sperren die alle ein und geben ihnen die Wahl, Therapie zu machen. Und alle sind raus und wollten Therapie. Keiner. Ey, keiner sieht das ein, dass er für den Drogenkonsum im Knast sitzt. Das Drumherum, dieses Kriminelle, warum das manche kriminell werden, dass sie einbrechen, Leute abziehen, etc. pp. Das kommt einfach daher, dass dort Anarchie herrscht. Es gibt ja keinen, wo du hingehen kannst. Du kannst ja keine Polizei anrufen und sagen, der und der hat mich abgezockt. Das geht einfach nicht. Und das nutzen halt manche Menschen einfach aus. Mit gut. Müdigkeit kommst nicht weit. Es sei denn, du machst es wie der ein oder andere, den ich mal getroffen oder kennengelernt habe, die halt gesagt haben, hey, ich habe zwei Schläger, die bezahle ich dafür, dass sie auf mich aufpassen und dann zieht mir auch keiner ab. So kann man es machen. Aber das ist in meinen Augen schon organisierte Kriminalität. Und genau das ist es, was man doch eigentlich in Bayern gar nicht mehr will oder in Deutschland gar nicht mehr haben will. Niemand möchte das haben. Dass man seine Kinder rausschickt und sagt, hey, wenn du was nehmen willst, dann kaufst du es gefälligst im Park, in der dunkelsten Ecke, bei irgend so einem Banditen. Oder bei irgendjemandem, der 20 Jahre älter ist als du, in der Wohnung, in einem Hochhaus. Wer will das bitteschön? Ah, keiner. Ist doch logisch, dass ich das lieber hätte, die gehen in einen Laden rein, wo sie eine Beratung kriegen, wo auch gesagt wird, okay, pass auf, du hast langsam problematisches Konsummuster, du musst aufpassen und wenn du dich gehen lässt, dann wirst du abstürzen, weil du kannst natürlich mit Cannabiskonsum ganz normal leben. Man kann das schon im Griff haben. Aber man kann auch ganz schnell abstürzen. Und ich glaube, das kommt daher, was verboten ist. Das ist das Einzige, wieso, dass jemand überhaupt irgendwo was kauft, wo er nicht genau weiß, was das ist, was er da kauft. Wir hatten früher in Bayern auch nur eine einzige Sorte immer zur Verfügung. Meistens. Also am Anfang waren es mehrere, schwarzer, roter, grüner. Später gab es nur noch Platte oder Eiermarok. Und danach gab es zeitlang auch nur eine bestimmte Sorte und immer diese Couchdrücker-Sachen. Logisch ist, dass man da nichts mehr auf die Reihe kriegt, oder? Heute gibt es verschiedene Grassorten schon, zumindest in Berlin ist das so, dass du das schon fast aussuchen kannst, dann wer es medizinisch kriegt, sowieso. Das sind dann eher diese Upper-Sorten, die halt nicht in die Couch drücken. Ganz viele, die beim Arzt hingehen und sagen, hey, Herr Doktor, ich kann nicht schlafen, ich bräuchte eine Cannabis-Sorte zum Schlafen und der Arzt hat keine Ahnung, verschreibt ein hohes THC-Level und der raucht es, ist zu wie Sau, aber kann halt nicht einfach einschlafen. Der bräuchte eine andere Sorte. Aber wenn man sich auskennt, dann kriegt man die Sorte, dass man auch schlafen kann. Da haben uns die Amerikaner, die Israelis und die Kanadier enorm weit voraus Potenzial, weil die ewige Zeiten schon das Medizinische freigegeben haben. Aber wir krebeln hier mit der CSU rum, die es halt einfach wegen ihrer Scheißbrauereien und Verflechtungen in die Wirtschaft nicht freigeben wollen. Wenn sie es wenigstens zugeben würden, weil es gibt Optionen für alle, wo jeder glücklich ist, weil die verdienen deswegen nicht weniger. Bloß verstehen sie es nicht da mit ihren Suffbirnen. Hey. Das kommt vom Saufen, das sag ich euch. Schaut euch die Leute alle an mit ihrer dicken Nase. Die haben alle eine dicke Nase und dann die anderen hier, dickporige, große Ohren. Und ja, man sieht sie halt einfach an, hey, und dann stellen sie sich hin und wollen uns erzählen,
was wir konsumieren dürfen und was nicht. Und sie regieren das ganze Land in ihrem Sinne zu ihrer Droge hin. Das geht nicht. Gibt es endlich frei. Dankeschön. Bis zur nächsten Woche. Entschuldigung, Maffei. Ich wollte nicht erschrecken.